Welt ist ein riesiges Ablenkungsmanöver. Alles Äußere, was wir als Außen erleben, ist dazu gemacht, damit wir nicht nach innen finden, in den Geist. So schön die Welt sein mag und so brutal ist sie doch zugleich, die Natur mit ihren Kräften, zerstörerisch. Einer lebt auf Kosten des anderen, so auch wir Menschen auf Kosten der Natur, auf Kosten von Pflanzen, von Tieren und so weiter. Wir machen viel kaputt. Ja, das ist völlig normal. Das ist hier der sogenannte Ego-Modus, die Welt der Dualismen, der Trennung, der Spannung. Und sie ist ein Angriff in gewisser Weise auf die Liebe, auf den Geist. Alles, was außen zu sein scheint, soll uns geistlos machen. Die Augen und Ohren, unsere Sinnesorgane sind dazu gemacht, damit wir nach außen schauen und nicht nach innen schauen. Ja? Damit wir nicht erkennen, wer wir in Wahrheit sind. Und die Natur, die Schönheiten auch, was wir als schön empfinden, ist letztlich alles eine Form auch von Ablenkungsmanöver. Das heißt nicht, dass wir es nicht genießen dürfen. Natürlich dürfen wir es genießen. Wir sollten es bewusst genießen und auch erkennen, wie vergänglich es ist. Da bleibt ja nichts. Es geht alles wieder kaputt, es löst sich alles auf. Das sagt uns die Naturwissenschaft. Hier bleibt nichts so, wie es ist. Die ganze Welt ist in sich ein Geschehen, das auch enden wird, das sich wieder auflösen wird. Und insofern sollten wir nicht zu viel erwarten. Allein der Körper, aus dem heraus ich jetzt diese Welt aufnehme und wahrnehme, löst sich ja wieder auf. Und da bleibt ja nichts. Und den ernsthaften Geistesschüler kann nur eine Frage interessieren. Was ist ewig? Was hat keinen Anfang und kein Ende? Was bleibt? Das will ich wissen. Da ist mein Zuhause, da ist meine Heimat. Und wie komme ich dahin? Die Welt ist Klassenzimmer. Wir können sie als solche nutzen, benutzen, sinnvoll nutzen. Das ist keine Frage. Es wäre dumm, das Klassenzimmer in die Luft zu sprengen, es anzugreifen. Das macht man nicht. Man nutzt es, man geht sorgsam damit um. Man darf auch noch Mülltrennung machen und all diese Dinge. Ja? Obwohl sie in Bezug auf die Ewigkeit hat das alles keinen Wert, weil es hier keine ewige Welt geben wird. Sie ist ein Ort des Todes und sie ist dem Tode geweiht. Das will nur keiner hören, das will niemand wahrhaben. Aber es ist letztlich so. Der Körper, die Augen, die das alles anschauen, all das zerfällt. In gewisser Weise bin ich auch schon wieder gestorben. Alles stirbt, alles kommt und geht, erscheint und vergeht. Und die Frage ist, was ist wirklich? Wirklich kann nur das sein, ja, was weder Anfang noch Ende hat. Das bezeichne ich in der Geistesschulung als wirklich. Das ist der Geist selbst. Er ist ohne Anfang und ohne Ende. Da wollen wir eigentlich hin. Dort finden wir Frieden. In der Welt dort draußen gibt es weder Glück noch Frieden. Ja, das können wir vergessen, darum zu suchen. Gehen wir nach innen, gestalten wir unser Leben sinnvoll, so gut wie wir es können und machen wir das Beste aus der Gesamtsituation. Dass wir die Zielsetzung jenseits der Welt erkennen. Ja, sie liegt im Geist. In der Welt sind wir nur Gast.